So, hallo meine Lieben. Wie vorhin schon mal erwähnt, es ist jetzt dann die Woche der Aufenthaltserlaubnis-Videos und wir haben hier eine wunderschöne Anlage mit wunderschönem Garten. Heiligler. Parkplatz mit Sonnenschutz und das ist halt eine Anlage, wo man merkt, dass Geld dahinter steckt. Jetzt zeige ich euch mal eine Wohnung oder mehrere. Die Anlage ist erst fertiggestellt worden, aber wie ihr auch an den Autos sehen könnt, ist schon einiges verkauft. Hier wäre die Einfahrt, das Tor geht dann auf. Wir sind im Stadtteil Ober und hier gibt es noch Aufenthaltserlaubnisse. So, jetzt gehen wir zum D-Block. Ich habe gedacht, das ist ein echter Hund, aber es ist nur Gartenverzierung. Dann haben wir hier, ja, die hatte ich auch bei meinem Café, die lila Blüten sind täglich offen und verschwinden dann wieder und es wachsen neue nach. Ja, und wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Gemeinschaftsbereich. Das schaut alles sehr, sehr hochwertig aus, ja. Also alles wirklich sehr schön. Wir werden natürlich Sachen finden, wo nicht fertiggestellt wurde, weil, wie gesagt, vor ein paar Monaten gab es das Objekt noch gar nicht. Hier wird schnell gebaut. Auch diesen Weg finde ich super. Also wer hier eine Wohnung haben möchte, wir hätten hier auch Aufenthaltserlaubnismöglichkeit. Hier haben wir C-Block. Hier haben wir Fitness, Kino, Sauna und so weiter. Das werde ich euch alles noch genauer zeigen. Hier die wunderschöne Wohnanlage mit dem Pool. Und wir haben auch Korbball. Ich weiß nicht, ob auch Tennis möglich wäre. Einen kleinen Spielplatz. Es erinnert mich alles an die Aqua-Residenz. So, wir haben D. Da müssen wir so rum. Hier haben wir von der Behörde alles genehmigt und alles durch. Man sieht schon, das ist sehr, sehr edel. Also wir haben hier von 1+1 bis 5, also 4+1. Hier der schöne Pool mit den schönen Liegen. Und eine Rutsche ist auch dabei. So, jetzt wären wir im D-Block. Jetzt muss ich schauen. Ja. Sekunde. Ich bin jetzt drin. Also zum Rausgehen braucht man natürlich keinen Code. Und zum Reingehen bräuchte man es. Und mein T-Shirt ist feucht gemacht, hier die schönen Lampen und jetzt, also wie ihr sehen könnt, alles sehr schön, sehr edel und wir müssen zur Nummer 2, ist es diese hier, schauen wir gleich mal nach, ja, das sind wir schon, oh, sehr schön, boah, Leute, das ist ein Wohnzimmer. Ja, wie gesagt, es ist halt alles noch nicht ganz fertig. Ja? Und muss noch fertig gemacht werden. Das Zimmer ist ja riesengroß. Das ist ja fast schon wie eine Villa. Ihr seht schon, die Deckenlampen sind schon vorbereitet. Und die Küche ist ja riesig.
Die Küche ist ja riesig. Also das wird nicht unbedingt was Günstiges, ja. Sehr schön, sehr schön. Schaut mal her, da hast du auch noch Platz links und rechts. Das ist das Gästeklo und alles sehr edel, sehr edel. Ja. Abzug müssen sie auch noch hinmachen. Also die Küche, man sieht schon, also wird top. Ja, die Küche wird top. Und das ist eine Duplex. Hier hätten wir Gartenbereich. Wie es ausschaut, ist das ein eigener Gartenbereich. Also super. Boah, die Tür geht flockig auf. Aber den Preis werde ich erst erfahren und den schreibe ich euch dann unten rein. Hier seht ihr schon, das wäre euer eigener Gartenbereich. Ja. Hammer, das ist ja wie eine Villa. Und die Tür, habt ihr es gesehen, gehört? Die flutscht. Ja, die flutscht. Und das ist ein Wohnzimmer, riesengroß. Und dann kann man dann direkt zum Pool. Muss man mal fragen, ob man da nicht einen Durchgang machen kann. Ich denke mal, das wird sich schon machen lassen, denke ich mal. Müssen wir halt dann klären, wenn es jemand kaufen will. Am meisten stellen immer die Fragen oder skeptische Bemerkungen, welche sich eh nie was kaufen können oder leisten können. Ja? Nichts gegen Leute, die sich nichts leisten können, aber immer eine große Klappe haben, alles kritisieren wollen, ja? Aber nichts drauf haben. Das wird natürlich gemacht. Das wird natürlich gemacht. Und dahinter stehe ich, dass auch alles ordentlich gemacht wird. Hier haben wir nochmal, das ist Waschmaschinenbereich mit nochmal einem Sicherungskasten, Waschmaschinen- und Trocknerbereich. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Sehr schön. Steckdose, Steckdose, Steckdose. Und schauen wir uns mal. Also ein Zimmer, zwei Zimmer, ui, mit einem extra Bad. Sehr schönes Bad, hör Leute. Mensch, na, sehr schönes Bad, wirklich top. Also, wer will eine Aufenthaltserlaubnis? Wer will eine geile Wohnung? Hier könnt ihr zulangen. Ich schreibe euch noch den Preis rein. Top, wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Bis auf Spülkasten hat er, aber vom Design her passt das schon. Das wäre jetzt vielleicht sogar falsch, wenn da eine Spülkastenablagefläche auch noch vorhanden wäre. Dann haben wir hier nochmal ein Zimmer. Kinderzimmer, Arbeitszimmer, wie ihr wollt. Klimaanlagen anschlussbereit. Dann haben wir hier nochmal ein Bad. Also wie es ausschaut, haben wir drei Bäder. Und wie ihr sehen könnt, haben wir einen schönen Wasserhahn. Schaut mich nicht an. Ich bin heute einfach so hergekommen. Ich muss noch zum Bazar. Ja, und hier haben wir noch eine Dusche. Da passe ich mit zwei, drei Mädels auf jeden Fall rein. Und mit Armatur auch alles top. Die eingebaute Armatur, nicht die, die rausschaut. Ja. Und hier nochmal hängendes Klo. Und dann haben wir hier, oh shit, wir haben dann also noch mehr Bäder. Also wir haben jetzt dann hier oben drei Bäder und ein Gästeklo unten. Eigentlich perfekt, so müsste es sein. Ja, Leute, also was soll ich sagen? Na, was soll ich sagen? Sehr schön. Sehr schön. Ja, dementsprechend sind auch die Autos draußen, also hauptsächlich hochwertige, teure Autos. Aber ihr wisst ja, ich bin kein Fan von teuren Autos. Dann hier der Balkon mit Wasseranschluss und Steckdose für den Elektrogrill und eingebauten Lampen. Riesenbalkon, das ist ein Riesenbalkon. Also wirklich ein Riesenbalkon. Und hier nochmal der Pool mit der Rutsche. Ja, meine Lieben, also
Ich würde mal sagen, so viel von mir. Top-Wohnung, Preis werde ich euch gleich reinschreiben. Und die Woche der Aufenthaltserlaubnisse. Auch die Türen, schau mal her, schaut mal her. Türen viel größer als normal. Es ist ja gesetzliche Pflicht, dass die Decken mindestens 2,30 Meter sein müssen. Ja? Und dann haben wir noch das eigene Bad auch noch. Also wirklich top, Leute, top. Top. 1, 2, 3, 4 plus 1. 4 plus 1. Also, wer Lust hat, meldet sich. Ich kann es euch gern zeigen. Nur ich mache mit euch Verträge, wo ihr abgesichert seid. Ja? Ich habe meine Maklerlizenz, ich habe die Verträge, wo ihr abgesichert seid, wo wir auch reinschreiben, dass ihr die Aufenthaltserlaubnis dann für den Zweck das kauft, dass ihr dann auch zurücktreten könntet, wenn ihr sie nicht bekommen solltet. Aber bei mir hat es bisher bei jedem geklappt. Bei jedem, okay? Weil ich es ordentlich mache und keine Lügen verbreite. Hier in diesem Stadtteil geht es in Kessel leider nur mit Staatsbürgerschaft. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und die geht ab 400.000 Dollar los. Diese Wohnung kostet eh etwas mehr, deswegen ist die mit dem IK-Med alles mit drin. Also top und auch ruhig. Hört ihr irgendwas? Vielleicht den Brunnen, aber sonst höre ich nichts. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Video. Wunderschön, wirklich wunderschön. Schaut euch gleich. Schaut euch gleich. Schaut euch gleich. Schaut euch gleich. Schaut euch gleich.